Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Fußballtipp. Fußballtipp, siebter Spieltag in der zweiten Liga. So sieht's mal aus. Die Frage stellt sich natürlich, wird sich noch einiges in der Tabelle bewegen, beziehungsweise, ja, viele Teams eng beieinander. Heißt also, die Teams, die sich momentan noch glauben, oben im Aufstiegsrennen dabei zu sein, können auch ganz schnell ganz unten sein. Und andersrum. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel ist das Spiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und Arminia Bielefeld. Die Hachinger im letzten Spiel 0-0 gespielt gegen den 1. FC Saarbrücken. Ende des Spiels eine sehr, sehr heikle Szene aus meiner Sicht. Eine falsch getroffene Entscheidung vom Schiedsrichter gespannen. Aus meiner Sicht war das ein Elfmeter und natürlich normalerweise könnte man sagen, oh, der VAR-Assistent hätte ja eingreifen müssen. Ja, konnte er nicht, weil in der dritten Liga es keinen gibt und dementsprechend ärgerlich für die Hachinger, denn das wäre wahrscheinlich dann der Lucky Punch gewesen und das wäre dann auch der Sieg gewesen. Jetzt muss man sich neu orientieren, vielleicht gegen Arminia Bielefeld, die im letzten Spiel 0-2 verloren haben gegen den Sportclub Freiburg 2. Es gab kein Vorbeikommen an der Abwehr und natürlich ist das ärgerlich, weil man jetzt wieder in Richtung Abstiegskampf tendiert. Also von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte und vielleicht jetzt auch von der dritten in die vierte. Mal schauen, im Spiel gegen Unterhaching werden die Bielefelder aber wieder den Kürzeren ziehen. Unterhaching gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Verl und Borussia Dortmund 2. Die Verl im letzten Spiel 3-2 gewonnen gegen den MSV Duisburg. Ja, früh zurückgelegen. Früh sah vieles danach aus, dass der MSV dieses Spiel gewinnt. Und dann, ja, dann kam so ein bisschen die Wende und dann kam auch so ein bisschen das Glück für Verl, denn man hat am Ende des Spiels dann noch die Lucky Punch hingekriegt und gleichzeitig eben den Gegner davon gehindert, diesen zu kriegen. Heißt also, es hätte auch in die andere Richtung kippen können, das Spiel. Dementsprechend wichtige 3 Punkte für Verl. Gibt es den nächsten gegen Dortmund? Das ist die Frage. Dortmund nämlich im letzten Spiel wegen Viktoria Köln mit 2-1 erfolgreich gewesen. Ein knapper Erfolg, aber wichtige 3 Punkte für den Klassenerhalt. Man darf es schon so selbst so sagen, denn selbst für den Fall der Fälle, dass Dortmund 2 oben im Aufstiegskampf dabei ist, hatten wir in der letzten Saison gehabt, ne? Aufstieg ist eher passé, das Maximum ist bereits erreicht. Frage aber dennoch, wie wird es gegen Verl laufen? Ich denke mal, dass das eine Tagesformgeschichte sein wird. Der Alteingesessene weiß natürlich, was der im Mund tippt. Genau richtig, 1-1 unentschieden. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim. Ein interessantes Spiel auf jeden Fall, denn beide Teams ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder dafür da, im Aufstiegsrennen dabei zu sein. Gucken wir mal, ob es auch in dieser Saison so sein wird. Im letzten Spiel für Saarbrücken ein 0-0 gegen Unterhaching. Bis auf eben diese Szene des am Ende des Spiels war es so eine klassische Nullnummer, wo man sich auch nicht irgendwie drüber wundern darf, so von wegen, oh, beide Teams hätten doch eigentlich, nein, 0-0 geht schon in Ordnung, wie gesagt, wenn man diese Geschichte von der 88. Minute mal ausklammert. Jetzt geht's gegen den Waldhof Mannheim, die im letzten Spiel 0-2 verloren haben gegen Ulm, in Unterzahl geraten sind, relativ früh. Grundsätzlich die Stimmung der Mannheimer, ja, eher so negativ behaftet ist, aber dazu kommen wir später nochmal. Grundsätzlich keine gute Heimperformance in dem Spiel gegen Ulm gezeigt, dementsprechend verdient verloren. Jetzt ist die Frage, ob man eventuell gegen die Wende gegen den 1. FC Saarbrücken schaffen kann und ich denke, nein. Saarbrücken gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg. Die Kölner haben im letzten Spiel 1-2 verloren gegen Borussia Dortmund 2. Es ist einfach die fehlende Idee zum Ausgleich. Sie, ja, wie der Name schon sagt, fehlte. Und das ist natürlich dementsprechend bitter, denn für Viktoria hat es damit dann eine Niederlage gegeben. Gibt es diese auch vielleicht gegen den MSV? Man wird es sehen, denn der MSV Duisburg hat eigentlich vieles am Anfang des Spiels im Griff gehabt. Da sah auch alles eigentlich danach aus, dass irgendwie Duisburg dieses Spiel gewinnt. Aber irgendwie haben sie dann den Faden verloren in diesem Spiel. Und daraus resultierend dann, anstatt du führst, kam der Ausgleich und dann, gegen kurz vor Ende, hätte das natürlich auch so sein können, dass man selber noch den Lucky Punch setzen kann, aber es zählte nicht das Tor und dementsprechend ist die große Frage, ob eventuell ein Erfolg nun gegen Köln nun vonstatten gehen kann und ich denke,
Nein. Viktoria gewinnt mit 2:2. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Sandhausen. Beide Teams in der letzten Saison noch in der zweiten Liga, jetzt beide in der dritten. Die große Frage ist dort, wer bleibt länger da, beziehungsweise bleibt einer von beiden länger da? Denn für Regensburg, ja, die Ergebnisse, könnte man sagen, könnten stimmen, könnten aber auch nicht stimmen. Man ist jetzt nicht direkt auf dem Aufstiegsplatz. Dementsprechend das 0:0 gegen Essen kann man jetzt als positiv zwar aus meiner Sicht bewerten, denn mehr als diese Leistung mit einem Punkt zu belohnen, schon schwierig. Jetzt geht's gegen den SV Sandhausen, die im letzten Spiel 0:2 verloren haben gegen Preußen Münster, 2 Abseitstore erzielt haben, es einfach an dem Tag vieles schief ging und dementsprechend die Frage natürlich ist, ob man eventuell jetzt wieder in die Erfolgsspur kommen kann oder es eben jetzt doch schwierig wird. Ich denke mal, in diesem Spiel wird das lange Zeit in Richtung 0:0 tendieren und dann noch gibt es noch ein Tor und zwar für Regensburg. Regensburg gewinnt mit 1:0. Das nächste Spiel ist dann mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Preußen Münster und dem VfB Lübeck. Ja, Münster im letzten Spiel 2:0 gewonnen gegen Sandhausen. Irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war so ein klassischer Rollentausch. Alles, was Sandhausen gemacht hat, haben die Münsteraner die Wochen zuvor gemacht und es ist mit einem ähnlichen Erfolg gewesen. Und ja, dieses Mal hat man es einfach mal andersrum gemacht und zack, holt man 3 Punkte. Die Frage natürlich ist die, ob man das gegen Lübeck wiederholen kann, denn der VfB im letzten Spiel 0:1 verloren gegen Dynamo Dresden. Im zweiten Durchgang gab es einfach kein Vorbei am Dresdner Keeper. Dementsprechend hat man dieses Spiel knapp verloren. Die große Frage dort ist, ob eventuell jetzt ein Erfolg gegen Preußen Münster auf dem Plan steht. Ich denke mal, beide Teams werden sich wahrscheinlich sehr schwer tun. Und am Abschluss gibt es keinen Sieger, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem Hallischen FC und dem TSV 1860 München. Die Münchner im letzten Spiel 1:2 verloren gegen Ingolstadt. Man war im ersten Durchgang das bessere Team. Man hat eigentlich vieles gezeigt, dass man dieses Spiel gewinnt. Ja, bis dann eben zum zweiten Durchgang, wo gefühlt so viel schief gegangen ist. Also irgendwie war das so, als ob sie irgendwie auf einmal Pech mitgenommen haben aus der Kabine. Es ist so viel schief gegangen. Kommunikation hat nicht gepasst. Es ist so viel negativ gelaufen. Vielleicht gegen Halle jetzt Besserung, denn die Hallenser haben im letzten Spiel 1:3 verloren gegen Erzgebirge Aue. Auch da, erster Durchgang war gut und im zweiten, ja, lief eben vieles nicht so nach Plan, insbesondere eben deswegen, weil die Taktik von Erzgebirge Aue dann eben ständig angepasst worden ist und ja, die eben dann unleslicher wurde und immer schlimmer und dadurch eben dann auch die Niederlage von der Höhe her verdient. Frage, ob jetzt eventuell für eins dieser beiden Teams die Wende kommt oder ob wir jetzt hier tatsächlich eine Nullnummer sehen. Ich denke mal, in diesem Spiel wird es keine Nullnummer geben, aber trotzdem auch keinen Sieger. Am Ende ein 1:1. Das nächste Spiel findet dann am Sonntag statt. Das ist das Spiel zwischen dem SSV Ulm und Rot-Weiß Essen. Ulm im letzten Spiel 2:0 gewonnen gegen Waldhof Mannheim. Kann man so mal als guten Erfolg definitiv verbuchen. Mannheim ja eigentlich ein gutes Heimteam. Ja, wenn da nicht die 52. Minute gewesen wäre. Und wenn da nicht, Gegenstände auf die Spieler geworfen worden wären. Und wir haben das schon in den vergangenen Jahren öfter gesehen, dass so welche Geschichten auch ganz gerne mal böse nach hinten losgehen können. Ulm hat das Spiel trotzdem gewonnen. Das ist alles zumindest laut Tableau in Ordnung. Aber wäre das Spiel ein anderes gewesen? Definitiv aus meiner Sicht, ne, ist das definitiv unsportlich. Müsste auf jeden Fall auch noch bestraft werden. Gucken wir mal, ob es so sein wird. Ulm zumindest jetzt aktuell in Richtung Aufstieg. Heißt also eventuell ein Durchmarsch in Liga 2. Ein bisschen verfrüht, aber vielleicht den nächsten Erfolg gegen Rot-Weiß Essen. Denn die Essen haben im letzten Spiel 0:0 gespielt gegen Jahn Regensburg. Irgendwie wollte das Tor im ersten Durchgang nicht fallen. Und nach hinten raus ist die Energie ausgeblieben. Andersrum, der Gegner hat aus meiner Sicht nicht so viel Bemühungen reingesetzt, dass er dieses Spiel gewinnen möchte. Deswegen ja auch vorhin dieser Punktgewinn für Regensburg. Aber für Essen definitiv einfach zu wenig. Jetzt die Frage, ob man eventuell gegen Ulm mehr holen kann oder nicht. Ich denke mal, dass Essen sich in diesem Spiel sehr bemüht, aber am Ende auch kein Tor erzielt. Und Ulm es schafft und dementsprechend 1:0 gewinnt.
Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem Sportclub Freiburg 2 und dem FC Ingolstadt. Die Freiburger im letzten Spiel 2-0 gewonnen gegen Arminia Bielefeld, durch Effizienz geglänzt und dementsprechend abgehakt den Sieg. Frage natürlich, holt man den nächsten gegen Ingolstadt? Denn die Schanzer im letzten Spiel 2-1 gewonnen gegen 1860 München, aber insbesondere, wie erwähnt, der zweite Durchgang, der einfach für die Münchner Löwen so richtig miserabel lief, hat man einfach eiskalt ausgenutzt. Die Fehler schön ausgenutzt und daraus dann zwei Tore erzielt. Wichtiger Sieg auch für Ingolstadt. Frage natürlich, kann man den nächsten gegen Freiburg nachlegen? Und ich denke, Freiburg wird diese bösen Fehler, die 1860 gemacht hat, nicht machen und dementsprechend gewinnen mit einem 2-1. Das ist das letzte Spiel des Spieltages. Findet statt zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Es ist das Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten. Ein hochinteressantes Spiel, dazu ein Derby. Also es deutet alles darauf hin, dass vielleicht beide Teams sogar aufsteigen. Andersrum, wir sind am siebten Spieltag, da kann sich noch einiges drehen und wenden. Dresden im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen den VfB Lübeck. Ja. Ne, man hat das Tor erzielt und das reichte im Endeffekt. Aber manchmal ist es eben so. Ne? Du musst über das Ergebnis, über die Zeit retten? Fragezeichen. Ich denke mal, im ersten Durchgang war man auf jeden Fall das bessere Team. Das Tor hat gefehlt. Im zweiten Durchgang kam das Tor. Und dann, ja, ne? Frage natürlich, ob man jetzt eventuell gegen Erzgebirge Aue anders spielen wird. Denn Aue im letzten Spiel 3-1 gewonnen gegen die Hallenser, eben durch die richtigen Wechsel und durch die richtigen Taktierungen im zweiten Durchgang diesen Sieg geholt. Ja, also definitiv durfte man sich dieses Mal beim Trainer bedanken. Die Frage ist natürlich, ob man eventuell gegen Dynamo Dresden nun die nächsten drei Punkte holen kann oder nicht. Ich denke mal, in diesem Spiel wird sich aber Dresden durchsetzen, nämlich mit einem 2-1. Und das waren meine Tipps für Spieltag Nummer 7 in der dritten Liga. Eure Tipps gerne in den Kommentaren, eure Meinung auch gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann, eine gute Zeit und ciao.